Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 114 von Dienstag, dem 7. Mai 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise am Dienstag als Audio auf meiner Website www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf vielen anderen Podcast-Kanälen und auch neuerdings seit einigen Wochen auf YouTube, vor allem wegen der vielen Kommentare, die sich da ergeben und vielen spannenden Dialoge. Heute geht's weiter mit der Reihe, wo ich die jetzt inzwischen zu Ende gegangene Newsletter-Serie über NLP-Verschwörung und Wahrheit hier lese und kommentiere und alles das dazu sage, was ich mir beim Schreiben nur gedacht habe und wozu ich leider keine Zeit hatte, es einzubauen im Letter. Viel Spaß beim Zuhören. So, seit Anfang April, genauer gesagt seit dem 9. April, gibt es diese Serie, wo ich den Newsletter, den ich immer am Samstag schreibe, hier im Podcast verlese, Absatz für Absatz und jeweils dazu sage, was ich mir beim Schreiben noch so gedacht habe und nicht in den Letter schreiben konnte, weil ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, so ein Newsletter, wie ich ihn Samstag für Samstag schreibe, hat immer ungefähr 3.000 bis 4.000 Zeichen. Das entspricht einer Lesezeit von ungefähr 5 Minuten. Und der Podcast, der am Dienstag erscheint, hat eben eine Sprechhörzeit von ungefähr einer Stunde. Und deswegen passt da natürlich einiges mehr rein. Und diese Newsletter, so sehr ich sie liebe, es ist mir eigentlich von all den Sachen, die ich produziere, mein Liebstes. Übrigens, du findest sie auf www.ralfstumpf.de/newsletter. Also diese Newsletter, die mir ja sehr am Herzen liegen, in die ich sehr viel Mühe investiere, sind, indem sie so knapp sind, natürlich so, dass ich da eigentlich mehr weglassen muss, als ich reinschreiben kann. Darum kam ich jetzt auf die Idee, eben vor 4 Wochen, ich könnte ja mal einfach im Podcast, im Audio-Newsletter sozusagen, das dazu sagen, was ich mir sonst nur denke oder irgendwelchen Leuten unter 4, 6, 8 Augen erzähle. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil dadurch kam so viel Feedback, zum Beispiel auch im vorletzten, wo ich ja gebeten habe, ob jemand Tipps weiß für Podcasts, wo Leute auch ähnlich wie ich freisprechen, ohne Dialogpartner, also einer im Solo freisprechend. Ich habe da 2, 3 Podcast-Empfehlungen bekommen. Vielen Dank. Ich bin noch dabei, die reinzuhören. Bei einem bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob der wirklich freispricht, weil man hört doch da hier und da was auf Satzbau und Ähnliches, wo man sich denkt, ob da einer wirklich freispricht. Trotzdem ist das sehr spannend. Also ich spreche wirklich frei und deswegen ergeben sich auch manchmal Denkpausen und Ähnliches. Aber ich behaupte jetzt mal einfach, das macht den Charme dieses Podcasts aus. Heute hat der Podcast noch einen zweiten Charme. Vielleicht hörst du es schon, ich habe noch eine Resterkältung. Also kann sein, dass meine Stimme zwischendurch ein bisschen komisch klingt. Ich werde mich bemühen, irgendwelche Huster, die noch wahrscheinlich kommen, dass ich da immer rechtzeitig auf die Pausentaste gehe, dass ich dir nicht ins Ohr huste. Dann machen wir doch weiter im Newsletter. Falls du diese Woche zum ersten Mal in diesen Podcast reinhörst, was ja sein kann, also ich habe eine Newsletter-Reihe geschrieben seit, lass mich kurz gucken, wann das losging, das ging über Verschwörung, NLP, Verschwörung und Wahrheit, das ging los am 2. März und ich fing an mit diesem Tipp von Frau Birkenbiel, wo es ja darum ging, dass sie mir mal irgendwann gesagt hat, dass das, was sie vor allem empfiehlt, also sie hat es nicht nur mir gesagt, sie hat es oft im Seminar auch gesagt, aber es war halt ein ganz wichtiger Tipp von ihr, dass man sich regelmäßig mit irgendwelchen Informationen, Thesen, Texten, Büchern beschäftigen soll, die komplett außerhalb der eigenen Denkblase sind. Und im Nachhinein gesehen würde ich sagen, von allen Tipps, die ich von Frau Birkenbiel bekommen habe, war das der wichtigste und entscheidendste Tipp, dass ich mich nicht nur innerhalb einer Blase bewege, sondern ja, auch in andere Blasen reingucke, was aber irgendwann dazu geführt hat, dass ich mir immer unsicherer wurde, was überhaupt eigentlich meine Blase ist. Aber vielleicht ist das ja genau die Idee, dass man sich nicht in einer Blase bewegt, sondern in der Welt, also in allem.
Und da habe ich halt mit dem Newsletter 341 angefangen, am 2. März, NLP Verschwörung und Wahrheit, und habe mich dann jetzt auch in diesem Podcast langsam vorgearbeitet, bis ich letzte Woche im Podcast 113 dir von Hegel erzählt habe und von den Schwierigkeiten, die Hegel formuliert hat. Ich gehe da jetzt gleich nochmal drauf. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Und zwar war der ja unter anderem zwischendurch mal nach seinem bewegten Leben, übrigens von wegen bewegtes Leben, also ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich finde ja, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, was ich sehr gerne tue, und wenn du meinen Podcast und meinen Newsletter verfolgst, dann weißt du, dass ich wirklich gerne Geschichte mich beschäftige. Das kam unter anderem daher, um jetzt hier mal eine Klammer in der Klammer aufzumachen, ich mache ja NLP. Also das sollte jetzt die Stelle sein, wo du sagst, ja, das wusste ich. Und ich mache nicht nur NLP, ich bin darüber hinaus auch noch Erkenntnistyp. Und wenn du mich kennst, wirst du sagen, ja, das wusste ich auch. Und das mit dem Wort Erkenntnistyp bin ich ja schon bereits im Psychografie-Dreieck gelandet. Und wenn du dich mit Psychografie ein bisschen auskennst, weißt du, dass der Erkenntnistyp im Erkenntnisbereich wohnt und von den Methoden wohnt im Erkenntnisbereich das NLP, das neurolinguistische Programmieren. Und von der Timeline-Orientierung wohnt im Erkenntnisbereich die Vergangenheit. Von daher passt es für mich als Erkenntnistyp sehr gut, dass die Methode, die ich praktiziere und anbiete und in der ich Experte bin, eben das NLP ist und dass mein Blick da durchaus auch in die Vergangenheit geht und ich halt mit NLP, was der Methode auch sehr eigen ist, halt oft mit Leuten, auch mit mir im Selbstcoaching natürlich, biografische Arbeit mache, also in die Vergangenheit gehe, schaue, was sind da für Schätze, was kann man da lernen, welche Muster kann man da erkennen. Und um jetzt nochmal eine Klammer in der Klammer in der Klammer aufzumachen, weil auch das liegt mir sehr am Herzen. Wenn du nämlich zufällig kein Erkenntnistyp sein solltest, sondern Beziehungs- oder Handlungstyp, dann bitte mach dir immer wieder klar, dass wenn es um diese wirklich wichtige biografische Arbeit geht, und wenn es um die wirklich wichtige vergangenheitsorientierte Arbeit geht, dass es überhaupt nicht darum geht, dass diese Arbeit überwiegend Problem, Schmerz, Angst und trauerorientiert sein soll. Im Gegenteil, es geht vor allem darum, dass du in deiner Vergangenheit die Sternstunden entdeckst, die schönen Momente, die Momente, von denen du, jetzt geht ein Satz Modeling, die Momente, von denen du sagst, die waren so toll, von denen hätte ich gerne mehr, das würde ich gerne öfters erleben. Das ist ja die Idee der Mustererkennung. Das ist ja dieses, wie das Steve Jobs formuliert hat, die Punkte verbinden. Das heißt, wenn du in deiner Vergangenheit eben drei oder vier Momente findest, wo du sagst, die waren großartig und wissen willst, wer du bist und was du willst in Zukunft. Also das sind die Fragen, die halt dann sich ein Beziehungstyp stellt. Dann geht es einfach darum, die Punkte zu verlängern, weil auch wenn das jetzt alle Zukunftsforscher vielleicht irgendwie zur Schnappatmung bringt, aber die wahrscheinlichste Version der Zukunft ist, dass sie so wird, wie die Vergangenheit war. Das klingt jetzt komisch, weil wenn wir eines sicher wissen, dann, dass die Zukunft ganz bestimmt nicht so wird, wie die Vergangenheit war. Darum habe ich ja gesagt, die wahrscheinlichste Version, die wahrscheinlichste von all den unwahrscheinlichsten ist, dass die Zukunft so wird, wie die Vergangenheit war. Ich mache die Klammer in der Klammer in der Klammer auf und erkläre dir das kurz. Das ist ja der Charme dieses Podcasts. Ich habe noch nicht mal den ersten Satz des Newsletters vorgelesen und kam schon vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich werde aber die ganzen Loops wieder zumachen. Das sind ja Nested Loops, wie man sie im NLP so mag und schätzt. Also, du weißt, dass die Zukunft mit Sicherheit nicht so wird wie die Vergangenheit. Sagen wir mal, die Vergangenheit gibt eine gerade Linie und wenn du diese gerade Linie jetzt einfach in die Zukunft verlängerst, dann wäre das die Verlängerung der Vergangenheit in die Zukunft und du könntest sagen, ja, das wird bestimmt so, wie es schon mal war. So wird es nicht. Es wird anders. Die Frage ist nur, wie anders und wenn wir in dem Linienbeispiel bleiben, dann ist die Frage, wird die Zukunft in Wirklichkeit nach links abweichen oder wird sie nach rechts abweichen oder wird sie nach oben abweichen oder wird sie nach unten abweichen? Das heißt, es gibt ja da ein richtiges Feld der möglichen Abweichungen und nehmen wir an, du vermutest, sie weicht nach links ab. Sie weicht aber nach rechts ab. Du hattest dich aber vorbereitet, dass sie nach links abweicht und hast dich dort eingerichtet, aber sie weicht nach rechts ab. Also liegst du im Klafter daneben. Das Gleiche ist natürlich, wenn du denkst, sie weicht nach oben ab, aber sie weicht nach unten ab. Das heißt, nachdem du ja nicht weißt, wie die Zukunft von der Vergangenheit abweicht, sich die Abweichungen aber logischerweise
um diese Mittellinie herum ansiedeln werden, die halt mit Sicherheit nicht eintrifft, ist verrückterweise so, dass du am besten auf eine sich verändernde Zukunft eingestellt bist, wenn du davon ausgehst, dass die Zukunft so sein wird, wie die Vergangenheit war. Denn dann hast du die optimale Position, um dich unabhängig davon, wie die Veränderung sein wird, links, rechts, oben, unten, eben auf das einzustellen, wie es dann wirklich kommt. Das wird ein spannender Podcast. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich habe inzwischen, glaube ich, schon 5-mal auf die Pausentaste gedrückt und vor mich hingehustet. Ich hoffe, dass das nicht allzu seltsame Klangeffekte gibt mit diesem ständigen Pausemachen. Also, sich auf die Zukunft vorbereiten bedeutet davon auszugehen, dass sie so ist, wie die Vergangenheit war. Und dasselbe gilt für deine Persönlichkeit. Also, wenn du wissen willst, wie du in ein paar Jahren bist, dann guck einfach, wie du vor ein paar Jahren warst. Auch da kannst du davon ausgehen, dass du dich natürlich verändern wirst, wie jeder Mensch, aber auch da weißt du nicht wie, weil man hat manchmal einen Wunsch, einen Traum, wohin die Veränderung geht, aber sie geht dann doch in eine andere Richtung. Und von daher bist du am besten vorbereitet auf jede Art von Veränderung, wenn du von Stabilität ausgehst. Das heißt, dieses von Stabilität ausgehen ist ein Modell, das ist ein Denkmodell, was ich empfehle, bewusst einzunehmen. In dem Wissen, dass es falsch ist. Das ist das Lustige, dass falsche Modelle manchmal, nicht nur manchmal, sondern häufig zu richtigen Ergebnissen führen. Also, das ist ja Modeling, da geht es ja um Modelle. Also ist es klar, wenn du irgendwo hingehst in eine fremde Stadt und du hast einen Stadtplan, dann siehst du auf den ersten Blick, dieser Stadtplan ist nicht die Stadt. Also es ist sozusagen als Modell. Der Stadtplan von Berlin ist nicht Berlin. Und ein Stadtplan von Berlin im Maßstab 1 zu 1 3D wäre natürlich besser als dieses Blatt Papier, wäre aber auch komplett unnütz. Das heißt, der funktionierende Plan nützt dir ja gerade aufgrund seiner Unähnlichkeit, also aufgrund seiner Unzutreffenheit. Und deswegen ist die Annahme von Stabilität für die Zukunft das beste Konzept, das beste Modell, um sich auf eine verändernde Zukunft einzustellen. Also gehen wir einfach davon aus, es bleibt alles so, wie es war. Und um diesen Plan machen zu können und halt aus der Vergangenheit zu lernen und sich für die Zukunft vorzubereiten, ja, da muss man sich halt mit der Vergangenheit beschäftigen. Wenn du jetzt aus der Vergangenheit nur die ganzen ollen, gammligen, angedätschten, fauligen Stellen rausholst, ja, meine liebe Güte, da wirst du nicht ein übelstes Bild von der Zukunft haben. Deswegen ist der ebenso naheliegende wie logische nächste Schritt die Empfehlung, naja, schau dir halt in der Vergangenheit die schönen Augenblicke an. Also, kleine Übungen, könntest du jetzt aus dem Stand 30, 40, 50 Momente aus deiner Vergangenheit aufzählen, wo du sagst, ja, das waren also wirklich Sternstunden. Das waren großartige Momente, das waren so tolle Momente. Ich weiß nicht, ob dir die Zahl 30, 40, 50 groß oder klein erscheint. Als ich mich zum ersten Mal hingesetzt habe, wir sind ja hier auch ein bisschen einem Birkenbiel gewidmeten Podcast und beschlossen habe, ich mache mal jetzt eine ABC-Liste mit biografischen Ereignissen. Ich habe ja nicht schlecht gestaunt, wie viel oder wenig mir da eingefallen sind. Auch das ist ein Birkenbiel-Tipp. Frau Birkenbiel hatte ja, wie ich auch schon zwei, dreimal gesagt habe, eine Riesenpanik davor, Alzheimer zu bekommen, was sie nicht bekommen hat. Und deswegen viel auch selbst dazu gemacht zum Thema Alzheimer-Prophylaxe und sich halt damit beschäftigt, wie sorgt man dafür, dass die Sachen, die man weiß, möglichst gut in der Erinnerung, im Gehirn, im Gedächtnis drin bleiben. Und sie kam dann auf etwas, was inzwischen, glaube ich, absolut klar und bewiesen und üblich ist beim Thema Alzheimer. Nämlich, je mehr man mit anderen Leuten kommuniziert, spricht, redet, sich austauscht, umso besser ist das für das Gehirn und Gedächtnis. Nun war aber Frau Birkenbiel wirklich eine Einzelgängerin, eine Höhlenbewohnerin vor dem Herrn. Sie hat ja auch selbst immer damit gescherzt, dass sie sich sehr gerne zurückgezogen hat in ihre Welt der Bücher. Das war nicht für sie ein Problem. Also hat sie gemerkt, naja, dann muss sie es halt sich selbst erzählen und hat deswegen angefangen, ABC-Listen anzulegen und viel Tagebuch logischerweise auch zu schreiben. Und da ist so dann der Tipp halt, wenn du niemanden hast, der sich für dein Leben interessiert, der also deine Geschichten nicht hören will, was heutzutage in der Zeit des Smartphones leider immer mehr wird, dass die Leute halt weniger miteinander reden und dafür mehr miteinander Bildchen teilen,
was nicht so toll ist fürs Gehirn, aber das ist ein anderes Thema. Siehe dazu Manfred Spitzer, digitale Demenz, hat eben Frau Birkenbiel angefangen, ABC-Listen anzulegen. Und da habe ich die Idee her. Und jetzt, wenn du sowas sagst, wie ich schreibe mal auf, eine Liste mit 30, 40, 50 biografischen Sternstunden. Also ich fand es am Anfang erstaunlich schwer. Ich fand es wirklich schwer. Gut, inzwischen ist meine Liste bei fast 1000, also es sind irgendwie 800 ein paar zerdrückte, die mir da inzwischen eingefallen sind. Wenn man erstmal die ersten Dutzend, 10, 50, 100 hat, dann wird es immer leichter, weil du dann weiter assoziierst. Aber bei Jahrzehnten des Lebens dachte ich mir einfach, ja, da fallen mir doch sofort Hunderte ein. Ja, Pfeifendeckel. Und zwar, es geht ja nun nicht um Allgemeinplätze, wie so nach dem Motto, ich hatte einen schönen Seminartag. Also ich hatte in meinem Leben Hunderte und Tausende von Seminartagen, aber dann ist die Frage, an welche davon erinnere ich mich eigentlich wirklich konkret? Also dass ich sage, ich weiß den Tag noch genau, ich weiß, was ich anhatte, wer vor mir saß, worüber wir geredet haben und was es in der Mittagspause zu essen gab. Also eine wirkliche Erinnerung, Erinnerung. Und dann schnurrt die Menge ganz schön zusammen. Und deswegen bin ich eigentlich halbwegs stolz, dass mir inzwischen da halt so knapp 1000 eingefallen sind, biografische Ereignisse. Und ist ja auch so eine liebenswerte Eigenart von mir, wenn du regelmäßiger Hörer bist, weißt du das, dass ich mir dann gerne Excel-Tabellen mache und ich habe die natürlich dann diese ABC-Liste, wie fast alle meine ABC-Listen, in so eine Excel-Tabelle, eine Zufallsfunktion oben drüber gesetzt, sodass ich mir mit einem Klick dann aus diesen Hunderten von biografischen Ereignissen drei zufällig aussuchen kann. Die kommen dann nacheinander, also nach dem Motto, das da. Und das da und das da. Und dann lese ich die und lehne mich kurz zurück und entspanne mich und überlege mir, was haben diese drei Ereignisse gemeinsam? Was sagen die über mich aus? Welcher Mensch bin ich, wenn ich das so sehe? Und was kann ich daraus für die Zukunft erwarten? Das ist ein schönes Spiel, das macht Spaß. Und jetzt bin ich schon in der vorletzten Klammer, dass ich die wieder zumache von unseren Nested Loops. Das ist jetzt natürlich alles individuelle Arbeit, also Persönlichkeitsarbeit. Und da gehe ich halt in meinem Leben ein paar Jahrzehnte zurück, solange ich mich halt zurückerinnern kann in meinem Leben. Aber das ist natürlich ein Witz verglichen mit der Geschichte der Menschheit. Und drum wurde es die letzten Jahre mehr und mehr bei mir so, dass ich mich nicht nur mit meiner Geschichte beschäftigt habe, sondern auch mit der Geschichte, ja, im Großen zu sagen, der Menschheit. Auch da kann man klein anfangen. Ich habe da angefangen mit einer Idee, die Gunter Schmidt mal im Seminar im Nebensatz erwähnt hat. Ich habe dann da gleich eine Excel-Tabelle draus gemacht. Und zwar meinte er, dass wenn er sich manchmal überlegt, oh Gott, wie schwer habe ich es denn im Leben, dann überlegt er sich, als meine Eltern, mein Vater, meine Mutter mein Alter hatten, was haben die eigentlich gerade erlebt? Und dann meinte Gunter Schmidt, der ist ja inzwischen in den 70ern, dass er halt dann ganz oft, wenn er über sein schlimmes Schicksal jammert, feststellt, ach so, bei meinen Eltern war in dem Alter gerade Krieg. Okay, so schlimm ist es ja eben da vielleicht doch nicht. Also ich habe mir dann eine Excel gemacht, also mein Geburtstagskalender ist in Form einer Excel-Tabelle und die rechnet mir immer automatisch aus, wenn da irgendeiner am Geburtstagstag kommt. Dann rechnet die mir zum einen aus, wann, also die rechnen mir dann einfach aus, als die Person, die ja älter ist als ich heute, in meinem Alter war, was hat die dann damals erlebt, sodass ich immer das abgleichen kann. Das ist wirklich sehr spannend. Ich habe dann zum Beispiel mal vor ein paar Jahren entdeckt, dass ich meinen, also es ist jetzt ein paar Jahre schon her, aber dass ich alle Erinnerungen an meinen Großvater betreffen einen Mann, der mindestens so alt ist, wie ich halt damals, wie mir das bewusst geworden ist, alt war. Das heißt, ich kannte den gar nicht jünger, als ich damals war. Und ich fand das so witzig, mir klarzumachen, dass ich dann jetzt in dem Alter bin, wie ich jüngstens meinen Großvater erinnere. Und das sind so sehr spannende Sachen, sich dann irgendwann zu beginnen mit der familiären Timeline zu beschäftigen. Und ein anderer Punkt war, als ich meine Tochter dann fragte, irgendwie kamen wir auf das Thema Mauerfall und sowas. Und es war so ein bisschen der Blick von, nach dem Motto, Papa, hast du damals schon gelebt, als die Mauer gefallen ist? Also ich war entsetzt natürlich, dass mein Kind den Mauerfall, der in meinem Leben so ein ganz wichtiges historisches Ereignis ist, und den kennt die nicht und den weiß die nicht und kann die nicht auswendig. Und Gottes Willen, die Bildungskatastrophe schwappt bei mir durch die Wohnung.
Und als ich mich dann nach ein paar Minuten wieder entspannt hatte, habe ich mal gerechnet und überlegt, wie ist denn auf Ihr Alter bezogen eigentlich Ihr Abstand, also wie lange vor Ihrer Geburt war eigentlich der Mauerfall? Und dann habe ich überlegt, was war denn ungefähr genauso weit weg vor meiner Geburt? Und ich kam auf das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dann dachte ich mir, ups, weil, also ich weiß ganz genau, dass in meiner Kindheit, wenn da mich einer angeblafft hätte, wie du erinnerst dich nicht mehr an das Ende des Zweiten Weltkriegs, weißt nicht, wann das war, hätte ich gesagt, nein, weil ich lebe gerade in einer komplett anderen Zeit, das ist mir komplett egal. Und dann habe ich halt angefangen, das war super spannend, zu überlegen, im Leben meiner Tochter, Corona, was ich ja für einen gewaltigen Einschnitt halte in unserer Zeit, als sie so alt war, wo sie Corona erlebt hat, was war in meinem Leben eigentlich in der Zeit? Und dann kamen halt Jahreszahlen raus und da dachte ich mir, naja, wenn ich mir die Jahreszahlen anguckte, ja, da war ja nichts. Da war eigentlich glückliche, friedliche Kindheit in einem wunderschönen, sonnigen Europa, wo eigentlich nur Schmetterlinge flatterten und Vögel zwitscherten. Und dann guckte ich im Internet, Wikipedia, da kann man ja jedes Jahr nachgucken, was eigentlich in diesen Jahren war, wo ich so alt war, wie meine Tochter so alt war, wie Corona war. Und ich sah 2 Jahre voller Katastrophen. Das war also die Zeit, wo die Russen in Afghanistan einmarschiert sind, wo es den NATO-Doppelnachrüstungsbeschluss gab, wo es die größten Demos gab, Friedendemos gegen diese Nachrüstungsgeschichten in Deutschland, also riesengroße Demos, Friedensdemos, Kriegs Angst und AIDS war, glaube ich, auch in der Zeit, dass das dann schon losging. Also mit anderen Worten, mir wurde bewusst, dass wahrscheinlich damals, als ich in dem Alter war, in dem meine Tochter war, als Corona war, die damaligen Erwachsenen durchaus auch Grund hatten, komplett panisch zu sein. Und wie erstaunlich für mich das im Nachhinein war, zu merken, dass diese ganze Panik an mir als Kind einfach wirklich vorbeiging. Ich habe die Jahre als glücklich und unbeschwert in Erinnerung, weswegen ich mir jetzt auch weniger Sorgen mache, wie diese Jahre dann möglicherweise in der Biografie meiner Tochter aussehen. Du merkst, da kommt schon der systemische Aspekt rein. Also wenn du dich nimmst und vielleicht noch einen Lebenspartner und 1, 2, 3, 4 Kinder und deine Eltern und vielleicht gibt es noch Geschwister, sowas in der Art, und da du so eine Art Timeline-Bündel aufmachst und dir das Ganze noch mit der kollektiven, also historischen Timeline daneben legst, dann kannst du schon richtig viele Positionswechsel machen und dann sind wir ja schon mitten in der systemischen Arbeit drin und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, eben den nächsten Schritt zu gehen und sich zu überlegen, ja, wie war es denn überhaupt mit der kollektiven Timeline? Und das ist halt dann der Wechsel vom, wie ich immer so schön sage, vom kleinen Selbst ins große Selbst, vom Individuum ins Kollektiv. Ich hatte auch mal einen Newsletter geschrieben, wo ich darüber eben geschrieben habe, wie man das machen kann. Ich weiß die Nummer jetzt nicht mehr, das war kollektive Timeline-Arbeit. Ich hatte damals mit der Idee rumgespielt, die ich in meinen ersten Jahren als Coach mir ausgedacht hatte und die sich sehr bewährt hat, nämlich die Idee, wie viel Zukunft kann ich mir eigentlich vorstellen? Also, das kam irgendwie im Coaching. Wie ich mit NLP anfing, war ich auch um die 20 und dann habe ich halt auch entsprechende Bücher gelesen, so mach was aus dir, persönliche Entwicklung, Power, Lebensplanung, Erfolgsbücher. Und da war eine Sache immer wieder drin gestanden, nämlich die Sache, man solle sich vorstellen, den eigenen 80. Geburtstag oder die eigene Beerdigung und die Grabrede und all die Sachen. Und ich war, wie gesagt, damals irgendwie Anfang 20 und habe dann also versucht, mir vorzustellen, wie das ist, wenn ich 80 bin. Oh je. Es ist kompletter Nonsens, das geht überhaupt nicht. Also für mich war ein sehr prägender Augenblick, da war ich 14 und war auf einer Familienfeier und habe miterlebt, wie eine 80-Jährige zu einer 60-Jährigen meinte, was willst denn du, junges Ding, überhaupt? Und mir fiel das die Kinnlade runter, weil die waren für mich beide Mumien, 60 und 80, als mir bewusst wurde, nein, Moment mal, der Abstand zwischen den beiden sind 20 Jahre, ich war 14. Das heißt, mein gesamtes Leben passte gemütlichst zwischen dem Unterschied den beiden. Und naja, inzwischen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es zwischen 60 und 80 einen Unterschied gibt, aber ich bin ja auch ein paar Jahre älter als 14. Und über all das entstand in mir irgendwie so mal der Eindruck, und das ist wirklich einfach eine Faustformel aus dem Bauch raus, keinerlei echte wissenschaftliche Begründung, einfach Beobachtung. Mir scheint, dass man sich das eigene Leben mal zwei gut vorstellen kann. Also
Anders gesagt, wenn du 14 bist, hast du wahrscheinlich eine Idee, wie ist es, 18 zu sein, wie ist es, 20 zu sein, wie ist es, 24 zu sein, wie ist es, 28 zu sein. Das ist 14 mal 2. Aber dass jemand mit 14 sich vorstellen kann, wie ist es, 40 zu sein, verglichen mit wie ist es, 50 zu sein, halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Zeit erlebt hat, kann man sich genau dieselbe Zeitspanne halt in die andere Richtung vorstellen. Das heißt, wenn du 30 Jahre alt bist, dann ist es wahrscheinlich vorstellbar, also wirklich emotional vorstellbar, wie ist es denn, 40, 50, 60 zu sein. Das müsste sich dann jeweils anders anfühlen. Aber wenn du 30 bist, könnte sein, dass der Unterschied zwischen 80 und 90 nicht fühlbar ist, weil eben beides einfach fürchterlich alt ist. Also ergibt sich das eigene Lebensalter mal zwei, scheint mir gerade noch so vorstellbar. Wenn man das jetzt auf die kollektive Timeline überträgt, kommt das natürlich zu ganz spannenden Fragen, weil die ganz spannende Frage könnte sein, wie alt ist eigentlich Deutschland? Und ich hatte im Newsletter damals, hatte ich vier Vorschläge gemacht für das Alter von Deutschland. Ich mache sie mal in absteigender Reihenfolge, die man alle vier gut begründen kann. Das eine, was man sehr gut begründen kann, ist zu sagen, Deutschland ist, also das heutige Deutschland ist geboren 1989, Wiedervereinigung, weil gerade wenn du vorher in der DDR gelebt hast, wäre es ein bisschen schwierig zu begründen, warum 50er, 60er, 70er Jahre für dich da in Deutschland gewesen sein sollen. Das heißt, wenn wir sagen, das wäre also grob gesagt 1990, dann wäre Deutschland jetzt ungefähr gut 35 Jahre alt, dann wäre also Lebensalter mal zwei weitere 35 Jahre, das ist also dann bis zum ungefähr Jahre 2060. Genauso gut könnte man sein, Deutschland ist, könnte man sagen, Deutschland ist gegründet 1946, 47. Also in Form von Bundesrepublik und DDR, das könnte man begründen. Man könnte begründen 1871 Gründung Deutsches Reich und man könnte aber auch begründen 800 und ein paar zerquetschte Gründung vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Wenn du halt in das Jahr 800 und ein paar zerquetschte gehst, dann wäre Deutschland jetzt 1200 Jahre alt und wenn du das nach vorne projizierst, 1200, dann kommst du ins Jahre 3200. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Unterschied, ob ich sage, Deutschland Lebensalter mal 2 ist 3200 oder 2060. Und ich rede ja noch nicht von so etwas wie, was möglicherweise China oder viele Chinesen im Bewusstsein haben, dass die sich als Angehörige eines Volkes fühlen, was 5000 Jahre ist und von daher die nächsten 5000 Jahre auch irgendwie ganz gut hinbekommen. Oder das Volk Israel, die ja auch auf eine mehrtausendjährige Geschichte zurückblicken. Das macht einen Unterschied, in welchen Bahnen ich mich bewege. Und das macht auch, darüber habe ich wie gesagt ein paar Newsletter geschrieben, einen sehr konkreten Unterschied in der eigenen Lebenspraxis, in der eigenen Lebenswahrnehmung, in der eigenen Schwierigkeitswahrnehmung von dem, was in der Gegenwart ist, weil wenn du halt das Gefühl hast, dass das, was wir vielleicht wir jetzt im Augenblick kollektiv erleben, absolut einmalig, sensationell, noch nie da gewesenes, schlimmstmögliches Unheil auf der Welt ist und du gehst dann zurück und überlegst dann, naja, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, 30-jähriger Krieg und was es da alles davor noch gab, dann relativiert sich das vielleicht ähnlich wie diese Idee von Gunter Schmidt, wenn er sich halt seine Schwierigkeiten anguckt, sich zu überlegen, ja, was haben denn meine Eltern erlebt, als die ungefähr so alt waren? Und drum bin ich geschichtsinteressiert und damit müssten jetzt die vier Klammern geschlossen sein. Und aufgrund dieses Geschichtsinteresses lese ich halt gerne auch über Zeug, was schon lange her ist. Und da kam mir auch ein Buch in die Hände über Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Und eine Stelle, die da halt drin war und deswegen sind die vier Klammern jetzt entstanden, war, er war in Jena, als Napoleon dort einmarschiert ist, weil 1806 war ja der Eroberungsfeldzug von Napoleon durch Europa, einmal quer durch. Und Hegel war da in Napoleon, hat das mitbekommen. Hegel war in Jena und hat das mitbekommen. Und er hatte in den Jahren davor sein Hauptwerk geschrieben und er hatte halt nur dieses eine Exemplar, was er da geschrieben hatte. Und dann gibt es so Geschichten, dass er also durch das brennende Jena rannte, unterm Arm das Manuskript und da sich hier versteckte, da irgendwelchen Flammen auswich und guckte, dass er von irgendwelchen Soldaten eben nicht überfallen und ausgeraubt wird. Und im Nachhinein gesehen,
Ja, wenn er da das Manuskript verloren hätte, dann gäbe es keine Phänomenologie des Geistes. Dann würde also eines der wichtigsten Werke der philosophischen Literatur einfach fehlen, weil Hegel eben nur dieses eine Exemplar hatte. Und wenn ich mir sowas überlege, gut, ich meine, jeder von uns hatte mal Datenverlust auf der Festplatte, ne? Aber ja, Hegel hatte auch kein Backup. Ich finde das cool, mich solchen Geschichten zu beschäftigen und festzustellen, was haben andere Leute, andere Generationen für Schwierigkeiten erlebt und was erleben wir heute an Schwierigkeiten. Und dieser Hegel, über den ich halt eine Biografie gehört habe, die mich sehr beeindruckt hatte, war Schuldirektor in Nürnberg an einem Gymnasium, was damals frisch gegründet wurde, was heute nicht seinen Namen trägt, und hat in dieser Rolle als Schuldirektor zum Beginn jedes Schuljahrs immer eine Vorlesung gehalten darüber, wie er sich das so denkt, was Schule eigentlich sein sollte. Und in einer dieser Vorlesungen hat er erzählt, der Sinn von Schule wäre es, den Schülern emotionale und mentale Schwierigkeiten zu bereiten, auf dass sie an ihnen wachsen mögen. Und diesen Satz fand ich sensationell und der ist der Hauptinhalt von den Newslettern 344 und 345, weil so wie halt der Muskel am Widerstand wächst, so der Gedanke, dass also auch Emotionen und Geist an Schwierigkeiten wachsen, finde ich ganz grandios und der passt auch so gut zu vielen anderen Sachen, die ich von Jordan Peterson und solchen Leuten kenne. Und das wird auch jetzt im Erlebniswochenende an Pfingsten wird das in der Mitte stehen. Und deswegen beginne ich jetzt mit dieser Einleitung, dir vorzulesen aus dem Newsletter 345 vom Samstag, dem 13. April, mit dem schönen Titel Hegels dritte Schwierigkeit, NLP-Verschwörung und Wahrheit, Teil 4, Untertitel Reisen bildet. Und da schrieb ich: Letzte Woche habe ich dir von der faszinierenden Idee von Georg Wilhelm Friedrich Hegel geschrieben, an emotionalen und mentalen Schwierigkeiten zu wachsen und diese Idee im Psychographie-Dreieck eingeordnet. Hier nur eine kurze Wiederholung. Ausführlich findest du es im Letter von letzter Woche. So stärkt der Beziehungsbereich den Erkenntnisbereich. In emotionalen Schwierigkeiten mit anderen Menschen erlebst du dich immer wieder neu und anders und hast so die Möglichkeit, das stabile Element im Gefühlswirrwarr zu erkennen, dich selbst. So stärkt der Erkenntnisbereich den Handlungsbereich. In geistigen Schwierigkeiten mit anderen mentalen Landkarten erlebst du die Welt immer wieder neu und anders und hast so die Möglichkeit, das stabile Element im Wahrheitswirrwarr zu erkennen, die Welt. Wenn du richtig Glück hast, dann erlebst du beide Schwierigkeiten gleichzeitig und begegnest einem Menschen, der die Welt ganz anders sieht als du. Genau das wird der Inhalt des Erlebniswochenendes sein. Okay, stopp. Jetzt kurzer Kommentar von mir dazu. Wobei wir haben schon über eine halbe Stunde. Es ist verrückt. Ich wollte heute drei Newsletter vorlesen. Das wird wieder nichts. Ich finde diese Idee von Hegel so großartig, Schwierigkeiten bewusst zu suchen, um an ihnen zu wachsen, dass ich dazu nochmal einfach was sagen muss. Weil ich war gerade bei diesem ganzen Konfliktthema und Verstehensthema und Schwierigkeitsthema, war ich ja auch ganz lange so auf dem Pfade, wo ich mir dachte, ja, wäre die Welt nicht schöner, wir würden alle in Frieden leben. Und inzwischen muss ich ehrlich zugeben, sehe ich das genau andersrum. Nee, es ist wirklich, ich ist nicht, dass ich das akzeptiere, es ist sogar so, dass ich es inzwischen begrüße. Es geht in Richtung Utilisieren. Von letzter Woche weißt du wahrscheinlich, dass ich kürzlich einen Text entdeckt habe von Immanuel Kant, der mich also auch wirklich erschüttert hat auf eine positive Art. Und deswegen wird das auch das Zentrum des Erlebniswochenendes sein, wo Kant die für mich wirklich sensationelle Idee darlegt, die ich jetzt nochmal ganz kurz wiederhole, dass die Natur sich das so ausgedacht hat. Also das ist die einzige Vorannahme, die er trifft, über die man vielleicht ein bisschen reden kann, ob die wirklich so ist. Er unterstellt der Natur einen Zweck. Also er geht davon aus, dass die Natur einen Sinn verfolgt, dass sie eine Absicht hat. Zweck ist sein Wort dafür. Und er sagt, der Zweck, den die Natur bei jedem Lebewesen verfolgt, ist, dass das Lebewesen sein Potenzial entwickelt, das, was in ihm drin steckt, wirklich entfaltet. Und wenn man sich aber mal auf den Gedanken einlässt und dann dem Gedanken von Kant weiterfolgt, wird das sehr spannend, weil er sagt, jetzt kommt aber der Mensch ins Spiel. Und
da gibt es ja wieder typisch Mensch, es gibt wieder Schwierigkeiten. Weil das Problem bei Menschen ist, der hat einfach zu viel Potenzial. Also wir haben ja so unglaublich viel Potenzial als Menschen, was halt jeder, der sich einmal mit Menschen beschäftigt, vermutlich sofort zustimmen wird, dass man sagen muss, leider, das kriegst du in einem Leben nicht entfaltet. Überleg mal, was du alles können könntest, was du alles lernen könntest, was du alles entfalten könntest, wenn du es könntest, wenn du die Zeit hättest. Weil das sagt auch Kant, der entscheidende limitierende Faktor ist die Lebenszeit. Wir sterben halt nach, was weiß ich, ungefähr 100 Jahren, grob gerundet. Und diese 100 Jahre reichen halt nicht im geringsten, um auch nur annähernd das eigene Potenzial zu entfalten. Deswegen, so Kant, kam die Natur bei Menschen auf einen clever Trick. Sie meinte, ja, nicht der einzelne Mensch kann sein Potenzial entfalten, aber die Menschheit kann es. Das heißt, für Kant ist der Sinn und Zweck des menschlichen Lebens, dass die Menschheit das menschliche Potenzial entfaltet. Und dann bringt er ausführlich begründet über einen langen Text die Idee, dass die Natur, da die das halt will, dass die Menschheit ihr Potenzial entfaltet, um das zu stimulieren, Zwietracht, Antagonismus, Kampf und Streit dem Menschen eingepflanzt hat. Denn das zwingt uns immer wieder, dass wir an uns arbeiten, dass wir wachsen, dass wir unser Potenzial entfalten. Das passt hervorragend zu der Idee von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Obwohl, glaube ich, Hegel den Kant durchaus kritisiert hat, ist an dieser Stelle sehr ähnlich. Das heißt, indem wir uns gegenseitig Schwierigkeiten bereiten, indem wir anderen Leuten Schwierigkeiten bereiten und die uns, sind wir gezwungen, unser Potenzial zu entfalten. Und da geht es jetzt halt bei Hegel um die emotionalen und mentalen Schwierigkeiten. Und ich habe das halt verbunden mit dem Psychografie-Dreieck, denn wenn ich lese emotional und mental, höre ich sofort Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich und überlege mir, was stärkt das denn? Und dann geht es das Psychografie-Dreieck rum und ich checke kurz ab, passt das? Und ich stelle fest, das passt ganz hervorragend. Und dann ergibt sich halt, dass wenn ich auf irgendwelche anderen Leute treffe, und das sind ja also solche Vollpfosten und Pappnasen und die mich ja komplett aufregen, dann bereiten mir andere Menschen emotionale Schwierigkeiten. Und jetzt ausgehend vom Beziehungsbereich ist das so, ja, weil das so eine Deppen sind, fühle ich mich auf eine bestimmte Art. Das ist ja die emotionale Schwierigkeit. Das heißt, die anderen bewegen mich. Und was jeder Beziehungstyp bestätigen kann, ist, wenn ich auf viele verrückte Menschen treffe, dann erlebe ich selbst sehr viel verrückte Gefühle in mir. Und wenn ich dann suche in diesem ganzen emotionalen Achterbahnfahren, was ich da erlebe, was ist denn da das Stabile, dann merke ich irgendwann, das Stabile bin ich. Und so könnten die emotionalen Schwierigkeiten dazu führen, dass ich mich immer besser kenne, weil das ist der stabile Mensch in den emotionalen Schwierigkeiten. Dasselbe gilt natürlich auch dann für die Schwierigkeiten des Erkenntnisbereichs, die mentalen Schwierigkeiten. Denn wenn ich irgendwann mir drei verschiedene Landkarten angucke, die alle drei behaupten, dass sie die gleiche Gegend beschreiben, die Landkarten sind aber verschieden, dann weiß ich ja, also das, was allen drei Landkarten gemeinsam sein muss, weil sie wollen ja die gleiche Gegend beschreiben, ist halt die Gegend. Also gucke ich mir die Landkarten an und schließe von dort auf die Gegend, die Welt, das zu Erkennende und finde deswegen im Landkartenmodelle-Wahrheitswirrwarr das dritte entscheidende, das stabile Element, nämlich die Welt. Und ja, mehr hat Hegel nicht gesagt. Und da dachte ich mir, das kann natürlich nicht sein, weil ich meine, der Hegel kann jetzt einfach nicht einfach kommen und kann da von emotionalen und mentalen Schwierigkeiten schreiben und er lässt einfach den dritten Bereich weg im Psychografie-Dreieck. Also hallo Herr Hegel, das geht nicht, auch wenn die Psychografie erst 200 Jahre später erfunden worden ist. Das müssen wir ergänzen. Und darum überlegte ich, wie wäre denn dann die ergänzende Schwierigkeit im Handlungsbereich. Und nach kurzem Gucken fand ich sie und deswegen lese ich weiter. Jetzt aber zu dem, was Hegel vergaß. Wie kann der Handlungsbereich den Beziehungsbereich stärken? Dazu muss ich wieder ein bisschen ausholen. Diese Reise beginnt im Beziehungsbereich. Du kommst auf die Welt und beginnst mit dieser zu interagieren und stößt auf Schwierigkeiten. In der ersten Lebensphase versuchst du diesen Schwierigkeiten emotional zu begegnen. Schreien und Weinen sind da bewährte Mittel. Irgendwie führt das Ganze zur Individuation, zur Ich-Werdung und der Schritt vom Beziehungsbereich in den Erkenntnisbereich ist glücklich vollzogen.
Danach kommt die Pubertät und da stellen sich dir die ganz großen Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Irgendwann ruckeln sich die Antworten zurecht und der Schritt vom Erkenntnisbereich in den Handlungsbereich ist ebenfalls glücklich vollzogen. Da mache ich eine Fußnote, weil diese vier Fragen, die ich da zitiere, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch? Das sind natürlich die vier Grundfragen der Philosophie von Immanuel Kant, Klammer wieder zu. Weiter im Newsletter-Text. In der klassischen Erziehung kommen jetzt deine Wanderjahre. Geh weg von zu Hause und zieh in die Welt. Schau dir andere Länder und Kulturen an. Warum? Weil du nur dort die Schwierigkeiten des Handlungsbereichs findest, die du jetzt brauchst. Was ist eine Kultur anderes als Sitten und Gebräuche? Unser einer macht es so. Da kommst du in die Fremde und staunst, wie sich die Menschen begrüßen, wie sie essen, wie sie Auto fahren, wie sie beten, wie sie feiern, wie sie leben. Dein Verhalten passt da nicht rein. Egal, was du tust, es fällt auf und wird dir dadurch bewusst. Jetzt erlebst du Schwierigkeiten im Handlungsbereich. Wie sollst du dich verhalten den anderen gegenüber? Wenn du Glück hast, dann findest du in diesem Verhaltenskuddelmuddel das stabile Element im anderen. Denn was immer ihr auch macht, ihr seid doch beide Menschen. So stärken die Schwierigkeiten im Handlungsbereich den Beziehungsbereich. Als mir das bewusst geworden ist, dass das die dritte hegelische Schwierigkeit ist, die er vergessen hat, war ich sehr froh um das, was man ja weiß, also das früher Reisen zum Erwachsenwerden dazugehörte, Reisen bildet, andere Länder, andere Sitten. Plötzlich ist mir klar geworden, warum das eben so wichtig ist. Deswegen schließe ich jetzt mal diesen Newsletter ab. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem kleinen Ausflug in die hegelische Denkwelt dafür gewinnen, dich den Schwierigkeiten in den drei Bereichen auszusetzen. Du kannst dabei viel gewinnen. Nächste Woche geht's weiter mit den Texten zwischen Verschwörung und Wahrheit aus den schummrigen Ecken des Internets. Bis dahin, liebe Grüße, Ralf. Das war der Newsletter 345. Inzwischen tippe ich hier im 3-Minuten-Takt die Pausentaste, um zwischendurch immer zu husten. Ich weiß wirklich nicht, wie das für dich klingt. Ich hoffe, es klingt so, dass du dich fragst, wieso hustet Ralf? Ich höre das ja gar nicht. Dann gelingt es mir, die Pausentaste gut zu drücken. Also für mich ist das Ganze nochmal sehr auch eine Beschreibung dessen, warum auch Frau Birkenbiel das empfohlen hat, sich mit diesen verrückten Sachen aus anderen Denkblasen zu beschäftigen, weil eigentlich, wenn man da wirklich einsteigt, beschreibt es eben genau diese drei Schwierigkeiten im Erkenntnis-, Handlungs- und Beziehungsbereich. Denn man kann sich zum einen aufregen über die anderen Menschen, das sind die emotionalen Schwierigkeiten. Man kann staunen über irgendwelche Welterklärungsmodelle, auf die man selber nie gekommen wäre. Das ist dann der Erkenntnisbereich. Und wenn man das auch noch in die Verhaltensebene übersetzt, vielleicht indem man sich Videos anguckt, indem man Talkshows sieht oder indem man sich dann doch auch mal ab und zu mit anderen Leuten trifft oder zu anderen Leuten hingeht, was halt Frau Birkenbiel wenig gemacht hat, dann wäre das auch noch der Handlungsbereich mit drin. Ich lese mal einfach den Newsletter weiter, um dieses Wahrheitsthema abzuschließen, damit wir nächste Woche mit ganz neuen Themen im Podcast weitermachen können. Eigentlich würde das ABC des NLP mal wieder anstehen, ne? Dann kommt also als nächstes der Letter 346 vom Samstag, dem 20. April 2024 mit dem schönen Titel Die Wahrheit entsteht im Dialog, NLP Verschwörung und Wahrheit Teil 5. Untertitel Kann ich dir vertrauen? Und der Text geht folgendermaßen. Nun zurück zu den Texten zwischen Verschwörung und Wahrheit, wie du sie im Internet findest. Seit den letzten beiden Lettern weißt du, wofür es gut ist, solche Texte zu lesen. Was du noch nicht weißt, ist, wie du da die Spreu vom Weizen trennen kannst. Dafür will ich dir Werkzeuge geben in drei verschiedenen Bereichen. Erstens kannst du dich mit dem Text selbst befassen, also auf die Sprache achten. Zweitens kannst du dich mit dem Menschen befassen, der den Text geschrieben hat. Was ist der Autor für ein Mensch? Und drittens kannst du dich mit dem Menschen befassen, der den Text liest, mit dir. Mit der Sprache des Textes haben wir uns im Letter 342 beschäftigt. Da ging es um den Stil, die Argumentationsstruktur und die Quellenangaben zum Weiterrecherchieren. Lass uns deswegen gleich zum zweiten Aspekt kommen, dem menschlichen. Da mache ich mal kurz eine Werbeklammer auf. Es gibt noch viel mehr Newsletter von mir, wo ich darüber geschrieben habe, wie man Sprache als Manipulationswerkzeug einsetzen kann, ja oder nein. Ich hatte im vorletzten Podcast darauf verwiesen. Das findest du wahrscheinlich auch in den Shownotes zum vorletzten Podcast darunter. Also weiter im Newsletter jetzt.
Ich sehe einen Text als Kommunikationsangebot. Da ist ein Mensch, der hat etwas geschrieben und wenn ich es lese, dann hat er es an mich geschrieben. Das ist nett, das sage ich gern Hallo und interessiere mich für diesen Menschen. Da füge ich jetzt mal was ein. Die Idee ist von Klaus Marwitz und ich fand die sensationell, die hat mein Leben auch verändert. Ich war bei Klaus Marwitz in dem Seminar Alpha Reading und da meinte er irgendwann, er hätte uns einen Experten mitgebracht. Den können wir jetzt alles fragen. Und Klaus Marwitz setzte ein Buch auf einen Stuhl und meinte, wir dürften das Buch jetzt fragen. Das war so ein starkes, eindrückliches Bild, dass ich seitdem wirklich im Bewusstsein habe, dass wenn ich mir mal aktuelles Beispiel von Jordan Peterson, dieses Buch Maps of Meaning, für 40 € kaufe und ich brauche dann vielleicht, sagen wir mal, 10 Stunden, um das Buch zu lesen. Dann bekomme ich jetzt eigentlich gerade 10 Stunden Coaching oder 10 Stunden Vortrag von Jordan Peterson für 40 €. Das ist sensationell, das ist der Wahnsinn, das ist unglaublich. Also zum Thema Preis-Leistung gibt es überhaupt nichts Vergleichbares außer kostenlosen YouTube-Videos und Podcasts. Gibt es überhaupt nichts Vergleichbares mit Büchern, wo du so geballte, konzentrierte Informationen bekommst für so lächerlich wenig Geld wie in Büchern. Und um mal bei dem Beispiel Maps of Meaning zu bleiben. Jordan Peterson hat an dem Buch, nach allem, was ich weiß, 15 Jahre geschrieben und vermutlich weitere 10 Jahre vorher darüber nochmal gelebt. Das heißt, du bekommst eine solche hochkonzentrierte Essenz von einem Menschen und seinem Lebenswerk auf diesen Seiten. Es ist schier unglaublich. Also du merkst, mir fehlen die Worte, um das auch nur vernünftig darstellen zu können. Aber allerdings, trotzdem, jetzt kommt es nämlich, obwohl, eins fehlt natürlich. Also Lichtenberg meinte mal, ein Buch ist wie ein Spiegel, wenn ein Esel hineinschaut, kann kein Apostel herausschauen. Das heißt, Jordan Peterson, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du ihm das auf den Tisch legst, was er für eine Stunde Coaching nimmt, sagen wir mal 1000 Dollar, ich kann mir vorstellen, dass er ungefähr in der Preisklasse spielt, und du sagst, Dr. Peterson, ich habe eine Frage, und du legst 1000 Dollar auf den Tisch und hast eine Stunde Redezeit mit ihm, dann wird sich Jordan Peterson natürlich bemühen, dass er in dieser Stunde deine Frage dir gut beantwortet. Das heißt, er wird sich bemühen, dich und deine Frage zu verstehen, um da speziell drauf zu antworten. Dafür zahlst du 1000 Dollar. Wenn du dieselbe Frage an sein Buch stellst, wird sich das Buch natürlich einen Pfeifendeckel drum bemühen, deine Frage zu verstehen. Das heißt, jetzt ist der Abgleich zwischen deiner Frage und dem Buch komplett auf deiner Seite. Das heißt, an dieser Stelle geht es darum, dass du lesen können musst und zwar nicht nur im Sinne von Buchstaben entziffern und Worte erkennen, sondern halt auch Sinn. Und das ist ja was, glaube ich, Marwitz damals in dem, oh, ich muss nochmal, Entschuldigung. Ach, das war jetzt die eine Stelle im Podcast, wo es mir nicht gelungen ist, rechtzeitig die Pausentaste zu drücken. Also, das war ja das, was Klaus Marwitz in seinem Seminar Alpha Reading hauptsächlich den Leuten beigebracht hat. Wie muss ich eigentlich selbst drauf sein, mental, vor meinen Glaubenssätzen und Ähnlichem, damit ich in Dialog mit einem Buch treten kann, damit ich dem Buch Fragen stellen kann und damit ich dann auch in dem Buch die Antworten finde auf meine Fragen. Und jetzt weiter im Newsletter-Text. Da ich viel im Netz unterwegs bin und viel lese, kenne ich inzwischen viele der Autoren. Es sind fast schon alte Bekannte. In den alternativen Medien finde ich viele Journalisten, die ich schon aus meiner Jugend kenne. Da blickten die mir aus dem Fernseher entgegen oder schrieben in großen Zeitungen. Jetzt schreiben sie woanders. Haben die sich geändert oder die Medien? Ich interessiere mich für diese Menschen. Was haben die gemacht? Wie ist deren Werdegang? Und dann bietet das Internet noch einen ganz besonderen Schatz, Texte der Vergangenheit. Wenn ich lese, was einzelne Autoren vor ein paar Jahren geschrieben, vermutet und prophezeit haben, dann kann ich einfach überprüfen, ob die Recht behalten haben. Das ist interessant. Vieles ist im Zufallsbereich, aber es gibt schon einige, die mit sicherer Hand immer daneben liegen. Und andere, wo ich staune. Das wusste der schon damals. Du ahnst, wo ich hin will. Vertrauen. Ein Text oder ein Autor. Und das ist ein Mensch und der will mein Vertrauen. Vertrauen ist nicht Sicherheit, jeder darf mal irren. Aber Vertrauen wächst mit der Zeit und über wiederholte erbrachte Leistungen. Wer in der Vergangenheit meistens recht hatte, dem vertraue ich leichter im Hinblick auf Gegenwart und Zukunft. Corona war so ein Thema, wo sich viele Autoren weit vorgewagt haben mit ihren Prognosen. Vieles davon ist ganz schlecht gealtert. Da muss ich eine kleine Pause machen. Als ich das geschrieben hatte, es gab es einen aktuellen Anlass. Ich höre ja unglaublich viele Hörbücher. Und hatte gerade zwei Hörbücher gelesen, die sich beide mit der Corona-Zeit beschäftigten. Das eine als Hauptthema, das andere nebenbei.
Und beide Bücher waren erschienen in das eine, als da war Corona knapp ein Jahr alt und das andere, da war Corona gut ein Jahr alt. Das heißt, die waren beide sozusagen im ersten Jahr der Pandemie erschienen und haben sich beide erstaunlich weit aus dem Fenster gewagt über die Ursachen und den Verlauf und was es ist und wie es weitergehen wird und so und sind beide eher nicht so gut gealtert und deswegen habe ich das hier reingeschrieben mit dem, was da so schlecht gealtert ist. Corona. Ich lese weiter im Newsletter. Davor war es das Klimathema. Ach, da muss ich doch eine Klammer aufmachen. Also ich erinnere mich noch in meiner Jugend, junge Erwachsenenzeit, da war ich sehr ökologisch bewegt, war bei den Grünen, war beim Bund Naturschutz und habe die ganzen entsprechenden Sachen gelesen und mich damit beschäftigt, weswegen das alles heute auch noch sehr in meiner Erinnerung ist. Und damals war die Angst, dass es eine neue Eiszeit gibt. Da hat der Spiegel mit einem Titelbild aufgemacht, wo Europa unter einer dichten Eisschicht war und bloß noch irgendwie, glaube ich, so die Spitzen der Kirchtürme rausgeguckt haben. Da war es das Klimathema. Derzeit sind es die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Mal sehen, welche Vorhersagen sich bewahrheiten. Wenn du jetzt staunst, wie viel Aufwand ich mit meiner Lektüre treibe, ja sicher, das ist Modeling. Da geht es um die mentalen Landkarten für die Welt, in der ich lebe. Du weißt doch, unser Gehirn verarbeitet Informationen als Nahrung. Da wäre es doch seltsam, wenn ich mein Essen im Bioladen einkaufe und mein Weltwissen im Mülleimer zusammenklaube. Du bist, was du isst, körperlich und mental. Da beziehe ich mich, also ich bin jetzt wieder im Podcast-Text und nicht im Newsletter-Text, da beziehe ich mich auf einen Hinweis von Jordan Peterson aus einem Vortrag, den fand ich auch sensationell. Ich habe ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass unser Gehirn extrem gut ist in Zweit-, Dritt- und Viertverwertung von bestehenden Strukturen, dass es also im Grunde keine Abstraktion gibt. Abstraktionen beziehen sich immer auf irgendwelches konkretes WAKOK. Und das Wort Information ist natürlich ein sehr abstrakter Begriff. Und unser Gehirn, also wenn du im Gehirnscan jemanden ins Gehirn guckst und sagst, denk mal an Essen, Nahrung, dann leuchten bestimmte Gehirnareale und wenn du dem sagst, denk mal an Information, dann leuchten die gleichen, also dieselben Gehirnareale und daher weiß man, dass unser Gehirn Information sozusagen als abstrakte Nahrung ansieht und das finde ich absolut einleuchtend, sich das zu überlegen, weil das ist halt auch, was dich nährt und weiterbringt und dir Energie gibt und sobald man in dieser Metapher ist, kann man sich halt sehr gut überlegen, ja, was ist jetzt Bio, was ist jetzt Fast Food, was ist vielleicht sogar giftig. Und genauso wie man ja im Laufe des Älterswerdens sich vielleicht irgendwann überlegt, bei welchem Laden kaufe ich ein, von welchem Hersteller kaufe ich meine Nahrung, gehört es für mich auch dazu, dass ich mich irgendwann darum kümmere, wo bekomme ich meine Informationen her. Und da finde ich es ehrlich gesagt, man könnte sehr gut sagen, ich vertraue bestimmten Medienmarken, bestimmten Zeitungen, Zeitschriften. Ich bin da mehr auf Menschen fixiert. Das heißt, viele von den Journalisten, von den Schreibern, von den Autoren wechseln halt im Laufe der Zeit die Verlagshäuser oder die Medien, bei denen sie arbeiten und ziehen vom einen zum anderen. Und nachdem es ja, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht hunderte von Leuten gibt, die exzellent schreiben und gut recherchieren, sondern das eher eine zweistellige Zahl ist, kann man die sich schon irgendwann merken. Und wenn man dann selber älter wird, werden die ja mit einem älter. Und sich dann zu erinnern, gutes Gedächtnis hilft oft im Leben. Was hat der eigentlich vor ein, zwei, drei Jahren gesagt? Das ist ja ein Schatz auf YouTube. Du findest ja auf YouTube im Grunde allen Quatsch der letzten 10, 15 Jahre, wo Leute irgendwelche Prognosen gesagt haben und gesagt haben, jetzt wird es aber wirklich so und so, in ein oder zwei Jahren haben wir wirklich das und das. Und das kannst du dir heute angucken. Und stellst bei ganz vielen Sachen fest, schlecht gealtert. Und bei anderen stellst du fest, gut gealtert. Du stellst es vor allem bei denen fest, die, und das sind die, wo ich den größten Respekt davor habe, die im richtigen Augenblick gesagt haben, das weiß ich nicht. Es könnte so sein, es könnte so sein, das spricht dafür, bilde dir deine eigene Meinung. Ich finde immer besser inzwischen von Jahr zu Jahr die, die bescheiden sind. Und wenn sich einer nicht so weit aus dem Fenster lehnt, dann vertraue ich dem auch eher bei dem, was er jetzt sagt. Und ich mag nicht so sehr die, die dann sich irgendwie versuchen, nicht mehr an das zu erinnern, was sie vor einem Jahr oder vor zwei oder vor drei Jahren gesagt haben. Ich lese weiter. Deswegen noch ein letzter Punkt zu den Autoren der Texte. Wenn du einem Autor vertraust, dessen Texte gerne liest, dann findet der einen Platz auf deiner Ebene 6 und wird zum Vorbild, zum Mentor. Aber dann läuft ein automatisches inneres Programm, wodurch du diesem Menschen ähnlicher wirst. Modeling über den Archetyp der Liebenden. Deswegen wähle weise und frage dich, ob wem du ähnlich werden willst und wem nicht.
Nächste Woche schließen wir diese Reihe ab und blicken auf dich, denn auch du bist ein essentieller Teil der Wahrheit. Ja, das mit den Modellen und den Vorbildern ist ja auch ein Punkt, den sollte man sich vielleicht doch öfter mal im Leben klar machen. Es wird ja manchmal in diesen Power-Seminaren so darauf hingewiesen, die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst, denen wirst du ähnlich. Was dabei allerdings immer vergessen wird zu sagen, ist, dass das mit den Leuten umgeben, das bezieht sich nicht nur auf die, die mit dir zusammen wohnen und wo ihr Pheromone austauscht, sondern das ist natürlich auch Ebene 3 mental. Und wenn dann in diesen, dummen Erfolgsseminaren gesagt wird, umgib dich nur mit Menschen, die erfolgreicher sind als du, denke ich mir, also wer ein IQ oberhalb der Zimmertemperatur hat, weiß, dass es einfach nicht funktioniert. Denn wenn alle Menschen sich nur versuchen, mit Leuten zu umgeben, die erfolgreicher sind, als sie selber sind, dann frage ich mich, warum sollten die Menschen, die erfolgreicher sind als du, sich mit dir umgeben, wenn die nach der gleichen Regel gehen? Das geht einfach nicht auf. Das funktioniert nicht. Und die Lösung ist ziemlich simpel. Weil sich mit Menschen umgeben bedeutet, dass man sich einfach mit Menschen beschäftigt. Und Edward de Bono schreibt in seinem Buch Strategien und Taktiken erfolgreicher Menschen, dass zum Beispiel eines der wenigen Kriterien, was erfolgreiche Menschen fast alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich für das Leben anderer erfolgreicher Menschen interessieren. Das heißt, Biografien lesen. Und so gesehen könntest du dich fragen, was sind denn so die fünf Menschen, im Sinne von YouTuber, Autoren, Podcaster, Journalisten und natürlich auch echte Menschen, Kollegen, Familie, mit denen du dich umgibst. Und wenn du das Gefühl hast, was viele Menschen haben, dass du vielleicht in deinem echten physischen Umfeld, Familie und Firma ein bisschen der Freak bist und da wenig Leute gibt, die auf deiner Linie sind, dann wäre mein Tipp, naja, hallo, wir leben in einer solchen Medienwelt, such dir doch einfach Leute, wo du sagst, die sind cool, das ist mein Rudel, die gehören dazu. Und für mich, ich bin halt einer von denen, ich kann noch lesen und lese auch gerne. Das heißt, ich lese dann halt auch gerne Texte von Leuten und weil ich ja nebenbei, auch wenn ich lese, immer auch auf sowas wie Stil achte, was kann ich da übernehmen an Schreibart, an Wörtern, an Formulierungen, an Satzbau und Argumentationsstruktur. Das heißt, ich ja irgendwann auch die Handschrift des Autors erkenne, ist es so, dass ich bei mir der Blick, wenn ich was lese, geht selbstverständlich auch auf die Frage, wer hat das gerade geschrieben, was ist das für ein Mensch, oft gucke ich mir das Bild noch an, oft achte ich noch auf die Biografie, oft achte ich drauf, wie alt ist diese Person, was hat die schon erlebt und dann kennt man die einfach irgendwann und so sind das in gewisser Weise irgendwann gute Bekannte und dann weiß ich, wenn ich einen Text von dem und dem lese, dann ist das in der Regel sehr gut recherchiert, beim anderen ist es eher eine Meinung, bei irgendeinem ist es vielleicht eine lustige Polemik, was ich auch sehr gerne mal lese, aber ich kann es einsortieren, das heißt, es sind für mich nicht Texte, nicht anonyme Texte, sondern es sind wirklich Kommunikationsangebote, Dialogangebote von bestimmten Menschen. Juhu, wir schaffen tatsächlich heute den dritten Newsletter noch, weil ich mich zwar am Anfang fürchterlich verquatscht habe, aber jetzt am Ende auf die Tube drücke. Das heißt, ich schließe ab mit dem Newsletter 347 von Samstag, dem 27. April 2024. Mit dem Titel Du und die Wahrheit, NLP-Verschwörung und Wahrheit, Teil 6, der Abschlusstteil, Untertitel Du bist ein Teil der Wahrheit. Der lautet folgendermaßen: Texte zwischen Verschwörung und Wahrheit, seit dem Letter 341 habe ich dir gute Gründe genannt, wofür es sich lohnt, solche Texte zu lesen und ich habe dir Werkzeuge gegeben, wie du solche Texte prüfen kannst. Was jetzt noch fehlt, ist der Blick auf den, der die Texte liest, auf dich. Du bist Teil der Wahrheit. Eine ausschließlich objektive Wahrheit kann es gar nicht geben. Kennst du John Berkeley, den Bischof von Cloyne? Der stellte Anfang des 18. Jahrhunderts die berühmte Frage, wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist keiner da, der es hört, macht der Baum dann trotzdem ein Geräusch? Die Antwort ist nein, denn zum Geräusch wird die Bewegung der Luftmoleküle nur durch den, der hört. Da muss ich natürlich die schönste Variation dieses Satzes reinbringen. Das liebe ich so. Wenn ein Mann etwas sagt und es ist keine Frau da, die es hört, hat er dann trotzdem Unrecht? Ach, ich liebe den so sehr. Ja, dieser Bischof von Berkeley, Bischof Berkeley, mit diesem Satz, wenn im Wald ein Baum fällt, damit ist er wirklich unsterblich geworden. Eigentlich ist es schön und schaurig gleichzeitig, wenn das Lebenswerk eines Menschen, der sein ganzes Leben gedacht und geschrieben und geforscht und philosophiert hat, am Ende auf eine einzige Frage und dann auch so eine alberne Frage, wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist keiner da, der es hört, macht der Baum dann trotzdem ein Geräusch? Also wie gesagt, die Antwort ist deswegen nein, weil
Der Baum bewegt ja nur Luftmoleküle und nur durch unser Sinnesorgan, durch das Ohr, wird es ja umgewandelt in etwas, was wir Geräusch nennen. Deswegen jetzt weiter im Newsletter. Auch die Wahrheit kann nicht existieren ohne einen, der sie glaubt, ohne dich. Ah, muss ich noch mal eine Fußnote machen, ist auch eine sehr spannende philosophische Frage. Existiert Gott noch, wenn niemand mehr an ihn glaubt? Heikle Frage. Es wird dann niemand mehr da sein, der sie beantworten kann. Oh, ich muss noch mal husten, Moment. Ich kann Ihnen ja hinterher den Zauberberg-Audio-Newsletter nennen, den Zauberberg-Podcast. Genau, auch die Wahrheit kann nicht existieren ohne einen, der sie glaubt, ohne dich. Deswegen muss die Wahrheit zu dir passen. Diese Passung können wir in drei Schichten betrachten, die Ebenen hoch. Die erste Schicht ist dein WAKOK, untere logische Ebenen. Wenn dir eine Landkarte angeboten wird, dann sollte die zu deinem Gebiet passen. Konkret heißt das, sei vorsichtig mit Landkarten, die etwas behaupten, was du nicht wahrnehmen kannst, oder die etwas leugnen, was du wahrnimmst. Eine gute Landkarte manipuliert nicht deinen WAKOK, sondern benennt und erklärt es. Da muss ich eine Fußnote machen. Ich habe vor vielen Jahren einen Newsletter geschrieben. Ich halte ihn nach wie vor für einen meiner entscheidenden und besten. Das hieß Die Bombe im NLP WAKOK. Für mich ist das, und da mache ich jetzt keine wirklich große Klammer auf, denn wir haben schon eine Stunde, für mich ist das das Entscheidende, was Bandler und Grinder durch NLP der Welt geschenkt haben. Dieses verlass dich auf dein eigenes WAKOK und sei einfach misstrauisch bis zum Anschlag. Wenn dir irgendjemand ein Welterklärungsmodell anbietet, in dem du entweder irgendetwas nicht wahrnehmen sollst, was dir vor Augen steht, oder wo du irgendetwas glauben und wahrnehmen sollst, was du einfach nicht wahrnehmen kannst, im Zweifel verlass dich auf dein WAKOK. Weiter im Text. Die zweite Schicht sind die Landkarten, die du bereits verwendest, Ebene 4. Die haben sich ja größtenteils bewährt. Wenn da also einer mit einer neuen Karte kommt, die alle deinen bisherigen widerspricht, dann sei vorsichtig. Natürlich suchst du neue Karten, um die alten zu prüfen und herauszufordern. Deswegen musst du aber nicht mit wehenden Fahnen jedem neuen Gott hinterherlaufen. Glaube wenig, prüfe alles, denke selbst. Das ist ein Zitat von Dushan Wegner. Für mich hat sich sehr bewährt, mir einen Zeitrahmen zu setzen, um eine Idee zu prüfen, manchmal einen sehr großen, zum Beispiel ein Jahr. Dringlichkeit wird meistens nur behauptet. Ich sage da jetzt einfach nichts dazu, weil die Zeit ist jetzt um für diesen Podcast und der Newsletter soll jetzt mal für sich selber sprechen. Weiter im Text. In der dritten Schicht geht es um dich, um deine Persönlichkeit, Identität und Zugehörigkeit, also Ebene 5, 6 und 7. Manchmal stehen zwei Landkarten zur Auswahl, bei denen du nicht entscheiden kannst, welche wahr ist. Da lohnt sich dann ein Blick auf die Konsequenzen der Karte. Welcher Mensch bist du, wenn du diese Wahrheit glaubst? Und welchen Menschen bist du dann Zugehörigkeit? Viele Wahrheiten sind Stammesabzeichen. Schau dir die Menschen an, die diese Wahrheit glauben. Willst du denen zu denen gehören? Damit schließt sich der Kreis. Im ersten Letter dieser Reihe habe ich dich eingeladen, mit mir herauszufinden, woher du weißt, was du zu wissen glaubst. Damit habe ich dir eine Bedeutungslandkarte angeboten, wonach Wahrheit nichts Gottgegebenes ist, sondern etwas Erworbenes. Und ich habe dir angeboten, den Weg zur Wahrheit zu modellieren. Wenn du dich auf dieses Angebot eingelassen hast, dann gehörst du einer bestimmten Gruppe an, den NLPlern. Wir wissen, dass die Landkarte nicht das Gebiet ist, sondern bei der Orientierung im Gebiet hilft. Und wir wissen, dass eine bessere Landkarte entsteht, wenn Menschen ihre Landkarten verbinden, vergleichen und austauschen. Modeling. Das ist manchmal herausfordernd, aber immer lohnend, denn ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir ihr näher kommen. Das ist ein Zitat von Karl Popper, welches ich liebe. Soweit die Theorie. Am Erlebniswochenende machen wir das praktisch. Bis dahin liebe Grüße, Ralf. Juhu, ich habe es geschafft, in einem Podcast drei Newsletter zu lesen und zu kommentieren und damit nur eine gute Stunde Zeit zu füllen. Meine Stimme liegt in Trümmern. Deswegen höre ich jetzt einfach auf und nächste Woche kommt was ganz anderes, wahrscheinlich das große ABC des NLP. Nächstes Stück. Ich freue mich, wenn du auch da wieder einschaltest und bis dahin viel Spaß mit allem, vor allem mit dir und deinem Leben. Bis dahin, tschüss.